Ich heiße Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, alle sehr, sehr herzlich willkommen zu unserem heutigen Abend. Mein Name ist Leonie Stamm, ich bin verantwortlich für den Veranstaltungsbereich der Schwarzkopf-Stiftung und heiße Sie heute alle herzlich willkommen. Der heutige Abend findet statt unter dem Titel Building Back Better, die EU-Finanzarchitektur vor, während und nach der Krise. Ich freue mich sehr, dazu unseren heutigen Referent begrüßen zu dürfen, Lukas Guttenberg. Herzlich willkommen an dich, Lukas. Ja, danke für die Einladung. Ich würde außerdem noch sehr, sehr gerne unseren Moderator des heutigen Abends vorstellen, nämlich Milad Habesch. Milad ist 24 Jahre alt, hat im Bachelor Europäische Studien und Rechtswissenschaften an der Universität Osnabrück studiert und ist jetzt mittlerweile im Master hier in Berlin an der Hertie, und zwar im Master Public Policy. Was uns natürlich als Schwarzkopf-Stiftung immer besonders freut, er ist auch engagiert im Verein Understanding Europe. Herzlich willkommen an dich, lieber Milad. Schön, dass du heute Abend hier bist. Dankeschön. Hi. Bevor ich gleich übergebe, möchte ich gerne noch ein paar Erläuterungen zu dem heutigen Abend machen. Wir werden gleich ein kurzes Input-Statement von Lukas Guttenberg hören. Danach wird Milad Habesch das Gespräch eröffnen mit eigenen Fragen. Und dann eröffnen wir aber auch schon bald das, die Diskussion für die Fragen des Publikums. Deswegen machen Sie gerne schon von Anfang an, reichen Sie Fragen ein. Das geht über zwei Möglichkeiten, nämlich einmal über die schriftliche Möglichkeit, über das Frage- und Antwortfeld unten, entweder anonym oder mit Namen, oder über die Handhebefunktion, die Sie anklicken können. Da wird Sie unser Moderator mit Namen aufrufen und Sie Ihre Stummschaltung entfernen. Sie müssen das dann kurz annehmen und dann kann man Sie hören. Nicht sehen, aber hören, und Sie können Ihre Fragen stellen. Bitte beachten Sie dabei, dass der heutige Abend aufgenommen wird. Ich glaube, das war es auch schon von meiner Seite mit den Anmerkungen. Ich freue mich auf den heutigen Abend und würde damit an unseren Moderator Milad übergeben. Viel Spaß! Ja, vielen Dank, liebe Leonie, liebe ZuschauerInnen, lieber Herr Guttenberg. Wir haben uns gerade auf das Du geeinigt, lieber Lukas. Ich versuche es beizubehalten. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend mit dir über ein Thema zu sprechen kommen können, das vor gut einem Jahr doch enorme Wellen geschlagen hat. Wellen, die über Brüssel hinaus bis nach Lissabon, Warschau hinweg, vermutlich sogar global, Aufmerksamkeit erregt haben. Aus der Medienlandschaft hieß es, ja, das ist es, Europa hat ihn, den Hamiltonian Moment, und man hat sofort nach Amerika oder an Amerika gedacht, wo dieser Moment doch den Staatenwerdungsprozess in Gang gesetzt hat. Folgerichtig vertraten auch einige hierzulande die These, dass dieser Weg nun, der eingeschlagen worden ist, unausweichlich ein Weg ist, der in Richtung Föderation führen wird. Nun drücke ich auf Fast Forward, spule ein Jahr vor, April 2021. Lieber Lukas, noch ist kein Euro aus diesem Recovery Fund ausgezahlt worden. Die EU steht nach wie vor unter Kritik nach einer eher glanzlosen Impfstoffbeschaffung. Und die Debatten oder die Rede von einer Republik Europa ist nun eher geschrumpft zu einer Sonntagsrederei. Dass wir dennoch vielleicht gute Gründe haben, optimistisch zu sein, oder ob wir mit diesem Schritt Europas Fliehkräfte eher noch stärker belasten, das hoffentlich kannst du uns skizzieren, Lukas, mit einem Einblick in den Maschinenraum oder in das Räderwerk der EU-Finanzarchitektur. Und ich freue mich sehr, dass wir heute mit dir über genau dieses Thema zu sprechen kommen können. Lieber Lukas, du bist stellvertretender Direktor des Jacques Delors Centers an der Hertie School, wo du auch den Bereich europäische Wirtschaftspolitik verantwortest. Davor warst du als Ökonom und Berater bei der Europäischen Zentralbank aktiv. Du bringst also Theorie und Praxis mit. Und vielleicht eine Frage vorab: Was gefällt dir mehr? Ah, man kann das nicht vergleichen. Ich fand es toll, nach 4 Jahren in der Praxis jetzt mal sozusagen von außen drauf zu gucken und darüber reden zu können und eben auch mich nicht an die Hierarchie halten zu müssen, sondern sagen zu können, ich denke. Bevor ich dir das Wort für deinen Kurzimpuls übergebe, würde ich nochmal vorher auch von meiner Seite, Leonie hat es ja vorhin gesagt, an die ZuschauerInnen die Erinnerung geben. Sie können gerne über die Chatfunktion Fragen stellen. Diese würde ich dann im Laufe des
Gesprächs mit dir, Lukas, anonymisiert stellen. Oder Sie können gerne die Handhebefunktion benutzen und dann persönlich in unserem Zoom-Raum deine Frage stellen. Dann, lieber Lukas, habe ich von meiner Seite nichts mehr zu sagen. The floor is yours. Gerne kurz Impuls. Wir sind sehr gespannt. Vielen Dank, Milad, für die Einführung und auch für die Leonie und die Schwarze Stiftung für die Einladung heute Abend. Ich habe eine kurze Einführung vorbereitet. Ich hoffe, dass das für manche nicht zu basic ist, aber ich dachte, es ist ganz gut, nochmal ein bisschen anzufangen. Woher kamen wir eigentlich mit der EU-Finanzarchitektur? Wo bringt uns dieser Schritt aus dem letzten Jahr jetzt eigentlich hin? Und dann ein bisschen zu gucken, was bedeutet das für die Zukunft? Ich nochmal so als Erinnerung, worüber reden wir eigentlich, wenn wir über EU-Finanzarchitektur sprechen? In der Basis haben wir in der EU einen Binnenmarkt, also einen offenen Markt für Waren, Dienstleistungen, Kapital und auch Arbeitskraft. Und es gab ja schon in den 80ern, 70ern, 80ern große Diskussionen darüber, dass es eben gemeinsame Währung auch geben soll, die wir dann mit dem Euro in den 90ern eingeführt haben und mit aber einer klaren Arbeitsteilung, nämlich die da lautete, die Geldpolitik wird in der Eurozone vergemeinschaftet, in der EZB, und es soll eben eine Geldpolitik für die ganze Eurozone und perspektivisch für die ganze EU geben und gleichzeitig soll die Fiskalpolitik, also die Haushalte und die Haushaltspolitik national bleiben und dann eben aber bestimmten Regeln unterworfen werden, damit die im Einklang miteinander sind. So, das war die Grundgeschäftsgrundlage des Euros, so wie er in den 90ern ausgehandelt wurde. Wir haben dann schon in dem ersten Jahrzehnt des Euros gezeigt, dass diese Grundannahme, dass das so funktionieren könnte, nicht so richtig getragen hat. Darüber gab es eine lange Debatte schon vor der Einführung des Euro und da haben sich einige Dinge einfach bewahrheitet und vor allem die, dass eine Geldpolitik bei sehr unterschiedlichen Wirtschaften schon dazu führen kann, dass es sehr unterschiedliche Wirtschaftsentwicklungen geben kann, dass manche Länder eben sehr stark in so einer Situation in einen Aufschwung geraten können, andere eher in einem Abschwung landen und dass diese gemeinsame Geldpolitik da einen fiskalpolitischen Ausgleich braucht, also dass man quasi eine Haushaltspolitik braucht, die dem ein bisschen entgegenwirkt. Es kam dann zur Finanzkrise, die auch noch ganz andere Ursachen hatte und im Nachgang der Finanzkrise war klar, dass manche Länder in Schwierigkeiten kommen würden, weil sie sich eben teilweise auch als Folge der Politik vor der Finanzkrise fiskalisch doch in arg schweres Fahrwasser gebracht hatten oder teilweise auch eben von den Folgen dieser Finanzkrise sehr stark getroffen waren. Und die Lösung, die man damals gefunden hat, war nicht zu sagen, wir machen jetzt eine gemeinsame Haushaltspolitik und haben quasi üben eine richtig gemeinsame Solidarität, sondern die Idee war, dass man eben in der Situation, wo manche Länder in den Finanzmärkten sehr schwierige Kreditkonditionen hatten, also dass manche Länder eben sich nur sehr, sehr teuer Geld leihen konnten, wie beispielsweise Griechenland, Irland, Portugal, dass man dann ein Sicherheitsnetz geschaffen hat mit dem Europäischen Stabilitätsmechanismus für diese Länder, die sich dort Geld zu günstigen Konditionen leihen konnten, aber dafür im Gegenzug bestimmte politische Reformen machen mussten. Das war sozusagen das Krisenbewältigungsmodell der Finanz- und Eurokrise. Und da gab es eben keine direkten Zahlungen an Länder, sondern eben das Ausreichen von Krediten im Gegenzug für Bedingungen. Und als jetzt die Pandemie im letzten Jahr begann, haben wir erstmal einen Reflex gesehen, zu dieser Form der Krisenbewältigung zurückzugehen. Im Grunde zu sagen, naja, jeder macht seine eigene Haushaltspolitik und sollten bestimmte Länder so unter Druck kommen, dass sie sich in den Märkten kein Geld mehr leihen können, dann haben wir ja den ESM. Und auch ein Stück weit die Europäische Zentralbank, da können wir vielleicht auch später nochmal drüber reden, was die da für eine Rolle spielt, falls es quasi da zu Druck kommt. Und es gab dann aber erfreulicherweise im März, April letzten Jahres eine relativ schnelle Diskussion, die auch sehr stark aus Italien, Frankreich, Spanien kam, zu sagen, diese Krise ist doch jetzt aber vielleicht anders. Wir haben einen gemeinsamen Binnenmarkt, in dem wir davon ausgehen, dass wir uns alle öffnen gegenseitig, damit wir miteinander Handel treiben können, damit wir überall in Europa unsere Waren anbieten können,
wo sich auch jeder an dieselben Regeln halten muss. Aber die Situation hat sich relativ schnell im März, April so dargestellt, dass es klar war, das würde jetzt einen massiven Wirtschaftseinbruch geben, den alle, der erstmal alle trifft und wo natürlich die, die sich mehr leisten können, dann plötzlich in diesem Binnenmarkt viel besser dastehen würden, als die, die sich nicht so viel leisten können. Und daraus entstand relativ schnell die Idee, dass das jetzt die Krisenantwort auf diese Pandemie eben anders sein muss als in der Eurokrise. Dass es nicht reicht, ein Sicherheitsnetz zu bauen, sondern dass man tatsächlich eine Form von gegenseitiger Solidarität braucht. Und warum der Grund dafür, dafür muss man sich, glaube ich, nochmal einen Schritt zurückzugehen und überlegen, auch wieso trifft die Pandemie eben alle, aber nicht alle gleich stark. Ich glaube, da gibt es zwei Gründe dafür. Eine, das ist nicht von der Hand zu weisen, ist, dass natürlich die Pandemie auf eine Situation traf, wo unterschiedliche Länder in Europa unterschiedliche Startbedingungen hatten. Manche Länder hatten sehr hohe Schulden schon vor der Krise. Manche Länder hatten auch ein Wachstumspotenzial, also eine strukturelle Probleme in der Wirtschaft, die anders waren als in anderen Ländern. Aber natürlich ist die Pandemie auch ein Phänomen, das nicht alle europäischen Länder gleichermaßen stark wirtschaftlich trifft. Allein schon deshalb, weil die Pandemie selbst unterschiedliche Verläufe in unterschiedlichen Ländern hatte, aber auch, weil natürlich zum Beispiel ein Land wie Italien oder Griechenland oder Spanien, die sehr stark vom Tourismus abhängen, ganz anders getroffen werden als ein Land wie Deutschland, das sehr auf der Basis von Manufacturing funktioniert, also von dem Export von sowas wie Maschinen, was von der Pandemie einfach nicht so stark betroffen wird. Und ich glaube, da haben bestimmte Geschäftsmodelle von bestimmten Ländern einfach sehr viel stärker gelitten. Und deswegen sehen wir eine sehr unterschiedliche wirtschaftliche Belastung durch die Pandemie. So, und in der Situation gab es dann eine politische Einigung, ich würde sagen so im Mai, Juni letzten Jahres und auch mit dem deutsch-französischen Vorschlag, der Mitte Mai kam, für dieses Wiederaufbauinstrument, auf das man sich am Ende auch geeinigt hat. Der sagte, wir müssen gemeinsam durch die Krise kommen und das bedeutet, wir müssen einen Teil der Haushalts- oder der fiskalischen Kosten dieser Krise eben gemeinsam schultern. So, und dann gab es, glaube ich, zwei Möglichkeiten, das zu machen. Entweder man hätte gesagt, wir machen jetzt einen großen Topf, in den schmeißen wir alle Geld rein, die sich leisten können, mehr als die anderen und aus dem verteilen wir dann entsprechend der Lasten. Da aber alle Länder sich einer Rezession ausgesetzt sahen, also alle in massiven wirtschaftlichen Abschwung letztes Jahr waren, wäre das eine absurde Idee gewesen zu sagen, die sozusagen sich ein bisschen mehr leisten können, machen jetzt noch eine Transferleistung an den Rest. Und deswegen hat man sich darauf geeinigt, zu sagen, wir gehen da jetzt einen neuen Weg und wir sagen, wir nehmen gemeinsam Schulden für die gesamte EU auf. Also die EU übergibt Schuldscheine und reicht das Geld dann unter bestimmten Voraussetzungen eben aus. Und diese Voraussetzungen sind, dass das Geld in Einklang mit gesamteuropäischen Politikzielen ausgegeben wird, wie es eben in einem ganz normalen Haushalt der Fall ist. Und genau das sehen wir jetzt, das Wiederaufbauinstrument, auf das man sich geeinigt hat im Juli politisch. Das hat dann noch bis im Dezember gedauert, bis tatsächlich auch wenn der legislative Prozess fertig war. Das sind die berühmten 750 Milliarden, die eigentlich 800 und ein paar Milliarden sind, weil die Zahlen noch an die Inflation angepasst werden. Von denen 390 Milliarden in diesen nicht angepassten Zahlen Zuschüsse sind. Und der Zuschuss ist eigentlich das falsche Wort, das sind EU-Ausgaben, ganz normale fiskalische Ausgaben, wie der Bund und die Länder und die Kommunen eben auch Ausgaben haben. Und zusätzlich die Möglichkeit, 360 Milliarden Euro an Krediten für die Länder. Und diese 390 Milliarden an EU-Ausgaben sind eben gekoppelt. Das läuft über verschiedene Programme, aber der Hauptteil davon läuft eben über so eine neue sogenannte Resilienz- und Aufbaufazilität. Und die Voraussetzungen dafür sind, dass bestimmte Mindestquoten eingehalten werden für Ausgaben für Klimaschutz, Investitionen in Digitalisierung, in Gesundheitsschutz und so weiter. Und das ist gerade jetzt auch ein spannender Zeitpunkt, dass wir da heute drüber reden, denn in dieser Woche müssen alle Länder spätestens ihren Plan abgeben, wie sie das Geld, das ihnen nach der Formel, die man da gefunden hat, zusteht, wie sie das verwenden möchten. Und die Kommission wird dann zwei Wochen, die EU-Kommission wird zwei Monate Zeit haben, diese Pläne zu prüfen und wird dann eine Entscheidung darüber treffen, ob die Länder auf der Basis dieser Pläne Zugang zu ihren Anteilen bekommen oder nicht.
Vielleicht noch zwei Sachen zu unmittelbaren Wirkungen dieses Plans. Ich glaube, das hatte zweierlei direkte Wirkungen. Das eine war, dass natürlich wirtschaftlich das jetzt schon fühlbar ist, weil allein die Ankündigung, dass es eine gemeinsame Krisenantwort geben würde, die Erwartungen in ganz Europa extrem stabilisiert haben. Also es war klar, jedem irgendwie in Italien, wie in Dänemark, wie in Portugal, dass es eine gemeinsame europäische Antwort geben würde. Und das bedeutete zum Beispiel, dass es für ein deutsches Unternehmen Sinn gemacht hat, davon auszugehen, dass Zulieferer in Italien nicht den Bach runtergehen würden, sondern eben, dass es einen gemeinsamen europäischen Rahmen gibt und entsprechend dann Aufträge nicht verändert haben, Investitionen in diesen Ländern nicht verändert haben und so. Das hat einen wirtschaftlich stabilisierenden, unmittelbaren Effekt gehabt, ohne dass ein Euro geflossen ist. Und wie jetzt sozusagen letztendlich der wirtschaftliche Effekt ausfallen wird, wird davon abhängen, wie gut das Geld tatsächlich ausgegeben wird. Aber allein dieser Ankündigungseffekt ist wichtig. Und ich glaube, das Zweite, was man sagen muss, ist, dass es einen politischen Effekt gab, dass die Stimmung in Brüssel sich extrem gewandelt hat seit letztem Frühjahr, dass es ein viel, viel vertrauensvolleres Miteinander gibt, weil es eben jetzt ein klares politisches Signal gibt, es wird hier niemand zurückgelassen. Und das war nach den Erfahrungen der Eurokrise absolut nicht selbstverständlich. Das darf man sich muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, wie die Stimmung vor einem Jahr war. Da war nicht klar, ob es dieses Signal des gemeinsamen durch die Krise gehens geben würde. Und dass es das gab, hat, glaube ich, enorm dazu beigetragen, dass es kaum politische Spannungen im Moment in der EU gibt. Die gibt es natürlich weiter trotzdem, aber ich glaube, wir würden in einer völlig anderen Welt leben und wir auch diese ganze Diskussion zum Impfen hätte eine völlig andere Sprengkraft entfaltet, wenn wir uns schon auf den wirtschaftlichen Teil nicht auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt hätten. Und ich glaube, man sieht das auch selbst, wenn man in die einzelnen Länder reinguckt. Also zum Beispiel den Effekt, was das politisch in Italien hatte, dass dort eben eine Regierung sich jetzt zusammenfinden musste, die dieses Geld, die sich irgendwie proeuropäisch bekannt hat und dieses Geld jetzt sinnvoll gemeinsam ausgibt, ist, glaube ich, ein extrem positiver Effekt auf dieses Instrument. Jetzt vielleicht noch zwei Sätze zu der Frage, was bedeutet das für die Zukunft? Ich glaube, man muss erstens sagen, dieses Instrument, das jetzt auf den Weg gebracht ist und das jetzt starten wird, hat ganz klar eine Begrenzung in der Höhe und auch in der Zeit. Das ist für diese Krise. Die EU kann in dieser Höhe Schulden aufnehmen, die ich gerade vorhin genannt habe, die 57 Milliarden maximal. Aber und das maximal bis 2026 und dann ist fertig. So, und wenn es keine neuen politischen Beschlüsse gibt, dann wird es das nicht nochmal geben. Aber natürlich hat dieser Beschluss jetzt in gewisser Weise einen Möglichkeitsraum geöffnet, indem wir jetzt wissen, dass unter bestimmten Voraussetzungen ist es rechtlich möglich, es wird da noch Gerichtsverfahren zu geben, da können wir auch gerne noch drüber diskutieren, aber es ist vermutlich rechtlich möglich, dass die EU Schulden aufnimmt für gemeinsame Ausgaben in bestimmten Situationen und vor allem ist es politisch möglich geworden. So, und was man einmal macht, kann man politisch immer zweimal machen. Die Frage ist, unter welchen Voraussetzungen, und das ist, glaube ich, eine zentrale Debatte, die es geben wird in den nächsten Jahren. Ich glaube, dafür wird zentral sein, was der Eindruck ist, wie gut jetzt das Geld ausgegeben wird, wie gut auch dieser Prozess funktioniert, auf den man sich jetzt geeinigt hat. Und ich glaube, dann ist die Frage sehr konkret, für was würde man das in der Zukunft ausgeben wollen? Ich glaube, die Frage Klimainvestitionen sind dann eine sehr spannender Case, wofür man gut gemeinsam Geld ausgeben könnte. Aber das ist eine offene politische Frage. Und das beantwortet teilweise auch, Milad, was du sagtest schon zu dieser Frage, ist das jetzt der Hamiltonian Moment? Man weiß das, glaube ich, nicht. Die Frage ist, ich glaube, es sind jetzt Türen offen, aber durch die Tür ist noch niemand durchgegangen. Und ich glaube, da stehen wir jetzt gerade politisch. Und deswegen, glaube ich, wird auch europapolitisch die Bundestagswahl relativ spannend, weil die Frage, wie es jetzt weitergeht, sich eben in der nächsten Legislaturperiode in Deutschland und nach den nächsten Wahlen in Frankreich im nächsten Sommer entscheiden wird. Und es quasi so einen deutsch-französischen politischen Zyklus geben wird, der so im nächsten Sommer dann beginnt und der sehr spannend wird bei diesen Fragen. So, ich stoppe jetzt, glaube ich, hier mal. Ich hoffe, das war einigermaßen zusammenhängend und freue mich jetzt auf die Diskussion. Vielen Dank, Lukas. Ich habe zwei, drei Zettel vollgeschrieben mit Fragen. Ich werde sie nicht alle stellen können, denn wir haben auch
bestimmt aus unserer Community einige Fragen. Vielleicht aber eine, die mich interessiert, die mich besonders interessiert, mit Blick auf den wirtschaftlichen Impact. Du hast ja vorhin erwähnt, die Zahlenordnung, Größenordnung 750 Milliarden maximal bis 2026. Das habe ich ein bisschen versucht in Relation zu setzen und herausgefunden, korrigiere mich gerne, Lukas, das ist unter 1% des EU-BIP, roundabout. Ist das wirklich eine Größenordnung, die einen wirklichen Impact hat? Du hast vorhin gesagt, allein die Tatsache, dass so etwas proklamiert wurde, hat Sicherheit und Ruhe eingebracht. Können wir darüber hinaus aber auch ganz konkret Wirkungen sehen von einem solchen eher einstellig prozentualen Programm? Oder glaubst du, dass da allein die Tür, die aufgemacht worden ist, essentiell ist? Ja, also ich glaube, das sind unterschiedliche Dimensionen. Also ich glaube, die Frage, wie man das auf das BIP rechnet, ist natürlich ein bisschen eine Frage, welchen Zeitraum man ansetzt. Mhm. Ich habe das jetzt im Kopf nicht drin, aber ich glaube, auf 7 Jahre sind irgendwie so 1.100 ungefähr 1,1% vom BIP. Also sozusagen, wenn man das jetzt, wenn man davon ausgeht, dass das meiste Geld jetzt schon in den nächsten 1, 2, 3 Jahren vergeben wird, dann ist das schon ein höherer Impuls, wenn man das auf die jeweiligen Jahre anwendet. Und natürlich ist das auch in der Konstruktion des Programmes so, dass das schon gemacht ist, nicht für die EU im Aggregat, sondern dass das vor allem natürlich zielt auf die Länder, die da besonders betroffen sind von dieser doppelten Verletzbarkeit, von der ich vorhin gesprochen habe. Mhm. So, und wenn man sich die Raten anguckt, was das in einem Land schon wie Italien macht, aber es gibt auch noch Länder, also Italien ist mengenmäßig der größte Empfänger, aber es gibt Länder wie Bulgarien, Kroatien und so, die gemessen am BIP dann noch einen höheren, Griechenland auch, die gemessen am BIP dann noch einen höheren Zufluss haben. So, und ich glaube, da, wenn man das in Relation setzt zu den öffentlichen Investitionen, die ja sonst so finanzierbar gewesen wären, weil darum geht es ja, also Investitionsausgaben, dann ist das schon ziemlich massiv. Ich glaube, was irgendwie fair ist, ist zu sagen, das ist natürlich jetzt nicht dieselbe Dimension, in der sich zum Beispiel der amerikanische Plan mit den 1,9 Billionen Dollar da bewegt. Aber das ist natürlich auch deswegen keine so richtig überzeugende Vergleich, weil es ja auch noch nationale fiskalische Antworten in Europa gibt. Der europäische Plan ist ja ein Top-up, vor allem für die Länder, wo die Ressourcen einfach begrenzt waren durch zum Beispiel hohe Schuldenstände. Und ich glaube, da macht das schon einen erheblichen Unterschied. Auch wenn wir nur über Wachstum reden. Ich glaube, der zweite wichtige Unterschied, den dieses Programm machen sollte und hoffentlich auch machen wird, ist, dass das Geld natürlich nicht zum Löchergraben benutzt wird, sondern dass das bewusst in bestimmte Ausgabenkategorien fallen, die sich die EU als politische Prioritäten gesetzt hat. Und das bedeutet, dass wir in allen Mitgliedstaaten, weil alle haben ja gewisse Zuflüsse, zum Beispiel jetzt zu verstärkten Investitionen beim Thema Klima kommt. So, und das ist ein Effekt, der sozusagen jetzt nicht rein das BIP betrifft, sondern der eben auch bedeutet, dass wir bestimmte europäische Klimaziele, bestimmte europäische Politikziele eben damit unterfüttern. Und ich würde sagen, das ist ja das Klassische, was wir von einer Haushaltspolitik erwarten würden. Und das Dritte, was du schon angesprochen hast, eben sind hier die Erwartungseffekte, die schwer zu messen sind. Ich meine, das wird, glaube ich, eh eine Herausforderung in 3, 4 Jahren in der Rückschau, vernünftig zu schätzen, was dieses Programm gebracht hat. Also die Kommission hat hier Schätzungen gemacht, die so in der Spitze davon ausgehen, ich glaube, das ist für 23 oder so, ein zusätzlicher Wachstumsimpuls von 2%, was ziemlich viel ist, also 2 Prozentpunkte obendrauf. Die EZB rechnet so mit 1,5 Prozentpunkten in der Spitze, das ist schon ganz schön viel. Das verteilt sich so ein bisschen über die Jahre. Aber im Nachhinein wird das spannend, da drauf zu gucken. Und vielleicht auch letzter Punkt, die Frage ist auch ein bisschen, welchen Counterfactual vergleicht man denn das?
Es gibt ja irgendwie keine Kontrollgruppe oder so. Deswegen glaube ich, wird es am Ende auch eine Auseinandersetzung darüber geben, wie man das dann bewertet. Danke dir. Eine letzte Frage von meiner Seite, die ein bisschen auf die politischen Fliehkräfte, die aus einem solchen, die ja durchaus aus einem solchen Vorhaben resultieren, abzielt. Und zwar hast du in einem Artikel, den du im November letzten Jahres veröffentlicht hast, Time to Come Home, über die ESM geschrieben. Und das fand ich sehr interessant, denn Kredite gab es doch schon vorher, gemeinsame Kredite in der EU. Dass du vielleicht erstens kurz erläutern könntest, was genau jetzt anders geworden ist. Und in diesem Artikel beschreibst du die Kredite des ESM, des Europäischen Stabilitätsmechanismus, als toxisch, politisch toxisch. Was macht, wenn es so sein sollte, die jetzigen Kredite, die durch den Wiederaufbaufonds folgen, was macht sie, um das Gegenteil zu benutzen, zu gesunden Krediten? Und eventuell mit Blick auf Bundestagswahl, aber auch französische Präsidentschaftswahlen, inwiefern ein gefundenes Fressen oder eben kein gefundenes Fressen für Euroskeptizismus in Europa. Genau, also die Grundaussage dieses Artikels war, und ich glaube, da gab es heute auch wieder ein gutes Beispiel für, dass der Europäische Stabilitätsmechanismus als Kriseninstrument politisch nicht mehr richtig funktioniert, weil die Erfahrung in vielen Ländern, die eben in ESM-Programm waren, und man kann da jetzt lange darüber diskutieren, ob das berechtigt ist oder nicht, aber die Erfahrung schlicht war, dass das politisch meistens mit extrem hohen Kosten für die Regierungen verbunden ist, die Programme beim ESM beantragen. Das klassische Beispiel ist die Papandreou-Regierung in Griechenland 2009, die Ende 2009 an die Macht kam und gesagt hat, so, wir haben jetzt mal die Bücher angeguckt, Defizit ist dreimal so groß, wie wir dachten. Wir werden damit klarkommen, die natürlich dann politisch dann nicht lange überlebt haben, obwohl sie, they inherited the mess, so, aber das offensichtlich jetzt dazu führt, dass Regierungen sehr, sehr zurückhaltend sind, beim ESM noch Hilfe zu beantragen. Woran sieht man das? Es gab auch in diesen Anfangszeiten der Pandemiebekämpfung die Idee, man macht eine Kreditlinie beim ESM, in der man die Konditionalität, also die Reformen, die man im Gegenzug für ESM-Kredite leisten muss, extrem zusammengeschrumpft hat. Also im Grunde bekommt man da gerade Geld für lau, wenn man das möchte. Und diese Kreditlinie ist einfach bis heute nicht nachgefragt worden von keinem einzigen Mitgliedstaat. Jetzt könnte man denken, das liegt daran, dass es überhaupt keine Nachfrage an Krediten von der europäischen Ebene gibt. Das ist aber nicht so. Es gibt ein neues Kreditinstrument, das heißt SURE von der EU. Es wird so manchmal als EU-Kurzarbeitergeld bezeichnet. Im Grunde können da Mitgliedstaaten Kredite beantragen, wenn sie im Gegenzug so ein bisschen ihr nationales Kurzarbeitergeld ausweiten. Aber dann bekommen sie eben kein Geld für, sondern sie bekommen Kredite. Das sind 100 Milliarden Euro, das wurde fast komplett abgefragt. Und es gibt, wie gesagt, auch den Kreditanteil im Wiederaufbauinstrument, die 360 Milliarden Euro. Und Italien hat zum Beispiel heute angekündigt, dass sie 122 Milliarden Euro an Krediten aus dem Wiederaufbauinstrument beantragen werden, zusätzlich zu den Ausgaben, die nach Italien fließen, also die nicht zurückgezahlt werden müssen. Das zeigt, es gibt eben kein sozusagen grundsätzliches Problem und kein Nachfrageproblem nach europäischen Krediten. Es gibt ein spezifisches Problem damit, dass in vielen südeuropäischen Ländern der ESM assoziiert wird mit so politischer Kontrolle aus dem Norden. Das hat viel damit zu tun, dass der ESM immer einstimmig entscheiden kann. Das heißt, jedes einzelne Land hat bei jeder Ausgabe, also jeder Freigabe von Ausgaben, von Auszahlungen immer ein Veto. In Deutschland muss zum Beispiel immer der Bundestag zustimmen, in Finnland auch das finnische Parlament und so. Und das ist alles nicht der Fall beim Wiederaufbauinstrument. Im Wiederaufbauinstrument werden die Auszahlungen, also die Zuteilung der Gelder jetzt mit Mehrheit der Mitgliedstaaten getroffen. Die Auszahlungsentscheidung trifft die Kommission. Es ist ein System, das wesentlich weniger quasi dominiert wird von einzelnen Mitgliedstaaten, sondern es ist sehr viel stärker ein gemeinschaftliches Instrument. Und ich glaube, das führt dazu, dass da einfach nicht dieselben politischen Kosten mit assoziiert werden. Und deswegen glaube ich, ist es auch langfristig sinnvoll, sich zu überlegen, ob man den ESM
so in die EU integriert, dass das ähnliche Features hat und eben nicht mehr als die so ein Dominanzinstrument wahrgenommen wird. Und wie gesagt, man kann da lange darüber diskutieren, ob das tatsächlich so war. Mhm. Und aus deutscher Sicht würde ich auch sagen, das ist teilweise unfair. Und das ist auch unfair gegenüber dem ESM, weil der ESM selber da eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ja. Aber die Tatsache, dass irgendwie im Zweifel Länder zu spät da Hilfe beantragen, ist halt ein Stabilitätsproblem für die ganze EU. Und deswegen muss man das lösen. Mhm. Ja, vielen Dank, Lukas. Wir haben zwei erhobene Hände. Ich lade einfach in unseren Raum ein, Frau Sabine Stör. Sie müssen, glaube ich, einmal kurz bestätigen und dann können Sie Ihre Frage an Herrn Gutenberg stellen. Es scheint ein Problem zu geben. Wir hören Sie zumindest noch nicht. Dann versuche ich es noch einmal mit Herrn Steffen Engling. Hallo. Wir hören Sie. Sehr schön. Vielen Dank, Herr Gutenberg, Longtime Twitter-Follower, First-Time-Caller. Ich würde Sie gerne fragen, es gab ja auch bezüglich der nationalen Wiederaufbaupläne bestimmte Vorgaben aus diesem Programm. Also es sollten vor allen Dingen zusätzliche Ausgaben finanziert werden, die noch nicht verbudgetiert waren, sage ich mal. Und das andere war, dass es ja sich auch in gewissem Maße an den länderspezifischen Empfehlungen orientieren sollte. Wenn ich mir jetzt das deutsche Programm als Beispiel anschaue, finde ich da relativ wenig, was diesen beiden Empfehlungen zumindest entspricht. Ähnliches hört man heute aus Ungarn, wo anscheinend ein Teil des Geldes in ominöse Universitätsstiftungen fließen soll, die relativ nah an der Regierungspartei angesiedelt sind. Wenn man sich das jetzt so anschaut und Sie gerade sagten, dass die Zukunftsfähigkeit dieses Modells auch im hohen Maße davon abhängig sein wird, wie gut in Anführungszeichen dieses Geld ausgegeben wird. Was sagen Sie da so als erste Abschätzung? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube zwei Ebenen. Das eine ist, ich bin kein Experte für die bulgarische, die ungarische oder die auch selbst die deutsche Wirtschaft, würde ich mir, glaube ich, nicht anmaßen, das im Detail beurteilen zu können. Und wir haben auch einfach die Pläne noch nicht gesehen. Ne? Deswegen ist das jetzt mehr mal so ein erster Eindruck auf Basis von Medien und auch von Gesprächen mit Leuten, die sich irgendwie in diesen Prozessen da befinden. Zu dem einen Punkt, was irgendwie Additionalität angeht und also die Frage, sind Sachen schon eigentlich schon durchfinanziert und werden jetzt da quasi nochmal auf die europäische Kreditkarte gebucht. Ich glaube, das ist nur zum Teil ein relevanter Vorwurf. Also erstens gibt es eine politische Einigung, dass schon Ausgaben, die quasi seit Februar 2020 getätigt wurden, solange sie den Kriterien entsprechen, auch finanzierbar sind. Und ich glaube, das macht auch ehrlich gesagt Sinn, weil die Idee ist ja, dass dieses Geld jetzt relativ schnell auf die Straße kommt. So, und wenn jetzt ein Land im letzten Sommer begonnen hat, bestimmte Investitionen zu machen, in der Erwartung, dass es dieses Programm geben würde, und das haben wir hatten ja die Einigung politisch im Juli, aber im Grunde eigentlich schon vorher, dass es sowas geben würde, und dann schon losgelegt hat, dann war das ja genau das, was wir erreichen wollten mit dem Programm. Ne? Also wenn Italien oder Spanien da Dinge getan haben, die sie sonst vielleicht nicht gemacht hätten. Und wir können das counterfactual einfach, also den Gegenbeweis einfach schwer antreten, hätten die das sonst nicht gemacht. Dann ist das erstmal im Sinne des Programms und kein systematischer Fehler. Und mir ist lieber, wenn das Geld in Projekte fließt, die jetzt dieses Jahr, letztes Jahr, dieses Jahr, nächstes Jahr passieren, als wenn es, solange sie eben den Kriterien entsprechen, ne? Als wenn das irgendwie 2026 ausgegeben wird, wenn wir überhaupt nicht wissen, ob das dann konjunkturpolitisch schon Sinn macht. Ich glaube, dass es einen ziemlichen Ambitionsunterschied zwischen verschiedenen Ländern gibt. Es gab einige Mitgliedstaaten, die sehr klar wussten,
dass sie da unter verstärkter Beobachtung standen. Wie gesagt, in Italien ist die ganze Regierung daran zusammengebrochen. Und wir haben da mit Draghi jetzt und dieser sehr breiten Koalition und einem Programm, der, wenn man so dem glaubt, was man aus Brüssel hört, ist ein Programm, das sehr, sehr gut ist und auch im Detail irgendwie die meisten zu überzeugen scheint. Dann haben wir da eben ein Programm, dasselbe gilt für Spanien, wo die sich richtig was überlegt haben, weil sie eben auch wussten, der Anteil ist so groß, dass es da auch besonderes Scrutiny geben würde. Wir haben zwei andere Mitgliedstaaten, die gestern ihre Pläne vorgestellt haben, Deutschland und Frankreich. Das ist auch eine interessante Kombination, fand, dass sie das zusammen gemacht haben. Ich sagen würde, kriegen beide jetzt nicht so viel aus dem Topf, weil Frankreich interessanterweise auch entgegen dem, was man eigentlich wirtschaftlich, wenn man ein bisschen den Effekt der Pandemie betrachtet, eigentlich ist das zu wenig, was dann nach Frankreich fließt. Aber beide eben jetzt nicht besonders hoch und wo auch, ich sagen würde, das Ambitionsniveau irgendwie ziemlich entspricht. Es gab da auch Nachbesserungsbitten der Kommission, aber da kann man auf jeden Fall mal ein Fragezeichen dahinter setzen, ob das dasselbe Ehrgeizniveau war. Und ich glaube, es wird dann Fälle geben, und da ist Ungarn jetzt der erste, aber ich glaube, da wird's noch mehr, werden noch mehr jetzt auch kommen, wo es nicht darum geht, sozusagen, ist das jetzt ehrgeizig genug oder nicht, sondern wo das offensichtlich Projekte sind, die da nicht reingehören. Und ich glaube, das wird jetzt sehr spannend, die nächsten zwei Monate. Die Kommission hat jetzt zwei Monate Zeit. Die haben im Hintergrund schon relativ viel mit den Mitgliedstaaten verhandelt. Die Mitgliedstaaten konnten auch Entwürfe schicken. Das ist auch offiziell in der Verordnung so festgelegt. Weil jetzt, wo die fertigen Pläne da sind, würde ich erwarten, dass es 1, 2, 3, 4, vielleicht auch sogar mehr Pläne gibt, die auch zurückgehen. Und wo man sagen wird, da müsst ihr nochmal nachlegen, sonst lehnen wir den ab. Und ich glaube, deswegen ist es auch gut, wenn die Kommission sich jetzt die zwei Monate Zeit nimmt, die sie hat, um wirklich da durchzugehen und zu schauen, wo sind da Projekte drin, die da einfach nicht hingehören, die auch auf Missbrauch hinauslaufen, und dann eben zu sagen, das geht nicht. Und ich glaube, das wird nicht verhindern, dass da auch am Ende trotzdem, das heißt, haben sie in jedem öffentlichen Ausgabeprogramm, dass da irgendwo Projekte drin sein werden, wo sich hinterher herausstellt, das war nicht im Sinne des Erwinders. Aber dann geht es eben darum, dass das im weiteren Prozess auch abgestellt wird. Lieber Lukas, wir haben genau zu diesem Thema, das du gerade beschrieben hast, eine Frage im Chat gehabt. Ich lese dir sie vor und du kannst selbst gerne entscheiden, ob du da noch was hinzufügen möchtest. Eine Zuschauerin fragt, in den Medien konnte man lesen, dass das Geld aus dem Wiederaufbaufonds auch für bereits beschlossene Programme genutzt werden soll. Dadurch geht der Effekt verloren. Wie sieht dazu der aktuelle Diskurs der EU aus? Wird es problematisiert? Genau, also das ist ja ein bisschen das, was ich gerade schon beschrieben hatte. Die Frage ist ja, wie misst man hier den Effekt? Und ich würde schon bestreiten, dass man das... dass der Effekt dadurch verloren geht, wenn man hier bereits begonnene Projekte auch mitfinanziert oder Projekte, von denen man nicht in letzter Konsequenz weiß, ob sie nicht anders finanziert worden wären. Sondern eben, wie ich schon beschrieben hatte, die ganze Idee war ja, dass Länder eben nicht anfangen, ihre Investitionen zu kürzen, sondern eben den fiskalischen Spielraum haben, das zu machen, was jetzt irgendwie notwendig ist, um nach vorne zu investieren. Und wenn die letztes Jahr schon angefangen haben, irgendwie E-Ladestationen an ihre Straßen zu stellen. Und warum sollte die EU sie nicht fördern, sondern soll sie nur sagen, nur Sachen, die morgen anfangen, fördern wir jetzt. Und das ist, glaube ich, schon sinnvoll. Und war, wie gesagt, auch immer so politisch gewollt. Mhm. Dann würde ich das Wort für weitere Zuschauer geben. Herr Konstantin Grieb, Sie können jetzt... Ich hoffe, man kann mich hören. Mhm, wunderbar. Perfekt. Ja, vielen Dank für die Veranstaltung und auch, dass ich so breit eingeladen wurde. Es passt mir tatsächlich ganz gut, weil ich genau zu dem Thema gerade eine Hausarbeit schreibe und habe dementsprechend die letzten Wochen auch viel dazu gelesen. Und deswegen würde ich auch gerne nochmal zurückkommen auf die Entscheidung, die gefallen ist. Denn grundsätzlich ist das ja keine neue Idee. Also es wurde ja schon vor der Währungsunion diskutiert, dass es mit einer Fiskalunion begleitet werden muss, dass die Economic Policies angeglichen werden müssen. Deswegen meine Frage ist ein bisschen natürlich wieder schwierig, da auf eine Antwort zu finden, weil es
generell beim Euro nie dieses Counterfactual gibt. Warum, denken Sie, haben sich die europäischen Staats- und Regierungschefs diesmal dafür entschieden und während der Euro-Krise nicht? Hängt das damit zusammen, was für Erfahrungen man mit der ganzen Austeritätsprogramm gemacht hat? Hängt das damit zusammen, dass jetzt Angela Merkel nicht wiedergewählt werden muss? Ich weiß, es ist eine sehr breite Frage, da würde ich einfach würde mich Ihre Einschätzung interessieren. Und dann noch eine zweite Frage, die dann wiederum in die Zukunft geht. Hilft dieses Programm jetzt wirklich dabei, diese ökonomische Divergenz, die es in den ersten Jahren des Euros gegeben hat, um dem gegenzusteuern und so in Zukunft diese Balance of Payment Krise, die mit der Euro-Krise entstanden ist, eine Wiederholung davon zu verhindern? Das ist eine gute Frage, was genau dazu geführt hat. Also ich glaube, es gibt da ein paar Elemente. Das erste ist das, glaube ich, das dominante Krisennarrativ, das wir in der Euro-Krise so ab Ende 2009, Anfang 2010 hatten. So war, dass es darum ging, dass manche Länder Mist gebaut hatten und entsprechend sozusagen für ihre Fehler selber einstehen mussten. Und wenn sie Hilfe bekommen, dann muss das irgendwie wehtun. Das war damals schon, glaube ich, ein Narrativ, das zumindest Lücken hatte. Also ich glaube, es hätte gut passieren können, dass Irland vor Griechenland aus dem Markt geflogen wäre und dann wäre das Narrativ damals anders gewesen. Weil dann wäre es eines gewesen von, wir haben ein europäisches Finanzmarktproblem und dem muss man eben gemeinsam begegnen. Aber das war eben nicht so und deswegen hat sich Griechenland da irgendwie für so ein Narrativ halt aus der angeboten, muss man auch ehrlicherweise sagen. Und deswegen, glaube ich, war das so. Und wenn man sich anguckt, März 2010, hatten wir in Deutschland ungefähr 2/3, 1/3 gegen Hilfe für Griechenland. So, und wenn wir jetzt angucken, wie das im letzten März war, März, April, hatten wir 2/3, 1/3 für Unterstützung für Länder wie Italien, Spanien. Und ich glaube, dass das erheblich damit zu tun hatte, dass das als ein gemeinsames Problem beschrieben wurde. Also, dass es die Idee war, wir können, also es ist eine Krise, die uns alle trifft und da muss man sich irgendwie helfen. Ich glaube, dass auch irgendwie zynischerweise diese Bilder aus Bergamo da eine große Rolle gespielt haben, dass das Narrativ so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, nämlich dass das Land, dass das was ist, was über diese Länder hereingebrochen ist und man deswegen da eine gemeinsame Solidaritätsaufwand braucht. Und ich glaube auch, dass die Art, wie gerade auch Frankreich da agiert hat, in der Krise wesentlich irgendwie geschickter war, als das in der letzten Krise war. Und dann muss man ehrlicherweise sagen, gab es auch einfach ein gewisses politisches Risiko, in das Merkel, aber auch Scholz und die Bundesregierung auch gegangen ist, zu sagen, wir machen das mit. Aber ich glaube, das war auch ein Ergebnis davon, dass es eben in den Wochen zuvor sich so ein politischer Konsens ausgebildet hat, der gesagt hat, es reicht eben nicht, Kredite zu vergeben, es reicht nicht, dieselben Instrumente wie das letzte Mal zu benutzen, sondern wir brauchen jetzt eben andere. Und da gab es, glaube ich, viele Ursachen. Und ich glaube, so ein bisschen das Bundesverfassungsgerichtsurteil zur EZB Anfang Mai letzten Jahres hat da sicher auch nicht geschadet. Es hat auf vielen anderen Ebenen geschadet, aber dafür, glaube ich, um sozusagen den letzten Schubs zu geben, dass das jetzt wirklich der richtige Weg war. Auch dafür war es nicht schlecht, weil es schon auch, glaube ich, eine starke Versuchung gab, das ganze Problem bei der EZB abzuladen, wie das im Grunde ja auch in der Euro-Krise war. Und sich auch das sozusagen als fragile Möglichkeit dann dargeboten hat Anfang Mai. Und ich glaube, in diesem Mix dieser ganzen Effekte gab es dann dieses Fenster, dass Deutschland und Frankreich diesen Vorschlag gemacht haben. Und ja, genau, zur Frage noch Divergenzen. Ich glaube, es wird natürlich nicht nachhaltig die Divergenzen bereinigen. Einfach schon deshalb, weil das Instrument halt wieder endet. Ich glaube, was das tut, ist, dass es die erheblichen Divergenzen, die wir gesehen hätten, ohne dieses Instrument verhindert. Sozusagen, es verhindert ein sehr, sehr viel stärkeres Auseinanderlaufen, das wir im Binnenmarkt gesehen hätten, ohne dieses Instrument und das eben nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch. Man hätte sich, glaube ich, relativ schnell in manchen Ländern Gedanken darüber gemacht, was bringt uns ein Binnenmarkt, wo wir quasi in Peacetime uns öffnen, aber in der Krise ist jeder für sich selber verantwortlich.
Deswegen, also sowohl politisch als auch ökonomisch hätten wir, glaube ich, krasse Fliehkräfte bekommen. Und das verhindert das. Aber natürlich ist die Frage, wie bauen wir jetzt ein Instrument, das auf Dauer diesen Divergenzen entgegenwirkt, ist eine zentrale politische Frage und die ist völlig ungelöst. Um vielleicht die Frage von unserem Fragesteller vorhin nochmal aufzugreifen, die nationale Politik hat dann wenig eine Rolle hier zu spielen. Angela Merkel, letzte Amtszeit, jetzt nicht unbedingt der große Wille oder beziehungsweise nicht dieser große Druck vorhanden. Das spielt Lukas weniger eine Rolle? Ich glaube tatsächlich nicht, dass das eine große Rolle gespielt hat, weil der große Veto-Spieler bei diesen Fragen in der deutschen Politik, zumindest in meiner Meinung nach, Wahrnehmung nach, nicht die Kanzlerin war, sondern die CDU-Fraktion, die da einfach auch über die Rolle, die der Bundestag über die SM-Programme immer hatte und sich dadurch irgendwie über die europapolitischen Fragen generell erarbeitet hat, dass das da der starke Pol immer war. Und dieses Mal, dass da scheinbar eine Meinungsbildung gab, innerhalb der Fraktionsspitze zu sagen, wir gehen damit. So, und jemand wie der Fraktionsvorsitzende Ralf Brinkhaus oder andere, die da eine große Rolle gespielt hatten, stehen ja sehr wohl wieder im Wiederwahlfeuer und werden da, glaube ich, auch entsprechend auch sich erklären müssen, was ja auch gut ist. Also deswegen glaube ich, ist sozusagen, das ist eher ein Turn der Union gewesen, institutionell, als jetzt, dass das nur eine Frage der Kanzlerin war. Der Herr Grieb möchte noch einmal eine Rückfrage stellen. Das lassen wir auch immer gerne zu. Sie haben noch mal das Wort. Vielen Dank. Es freut einen sehr zu hören, wenn das Fazit der Hausarbeit mit der Expertenmeinung übereinstimmt. Aber zu meiner Rückfrage. Sie sagten eben, man braucht definitiv ein langfristiges Instrument, um diesen Divergenzen entgegenwirken zu können. Und dass das jetzt die spannende Frage ist, wie sowas aussehen kann. Was sind Ihre Ideen dazu? Was für Konzepte gibt es da? Weil so wie ich mich jetzt in das Thema eingearbeitet habe, ist mein Fazit eigentlich erstmal, ist es eigentlich sau schwierig, bei so verschiedenen Volkswirtschaften eine einheitliche Währungspolitik zu fahren und dass das auch nicht so schnell behebbar wäre. Deswegen würde mich Ihre Einschätzung da interessieren. Ja klar, also ich glaube, wenn man jetzt irgendwie an so optimale Währungsraumstheorien glaubt, dann ist der Euroraum wahrscheinlich kein optimaler Währungsraum. Ich glaube, wenige Föderationen sind es am Ende des Tages. Und es ist auch klar, dass das Wiederaufbauinstrument, so wie es jetzt ist, jetzt nicht das Top-Stabilisierungsinstrument ist, das, was man im Labor bauen würde, um sozusagen so wirtschaftlichen Divergenzen entgegenzuwirken. Es ist aber, glaube ich, historisch auch so, dass noch nie irgendjemand mal ein makroökonomisches Stabilisierungsinstrument for the sake of it gebaut hat, sondern in der Regel ist makroökonomische Stabilisierung und eben Abbau von so interregionalen Divergenzen ein Nebenprodukt dessen, dass Haushaltspolitik für politische Ziele gemacht wird. Und deswegen glaube ich, dass die vielversprechendste Variante, wie das jetzt weitergeht, ist, sich dieses Instrument anzuschauen, zu schauen, wo funktioniert das gut, wo funktioniert das schlecht und es weiterzuentwickeln. Ich habe wenig davon zu sagen, wir lassen dieses Instrument jetzt auslaufen, dann gehen wir zurück an die Tafel und bauen uns wieder ein ganz schönes Stabilisierungsinstrument. Das ist irgendwie ökonomisch sehr spannend, aber das ist, glaube ich, funktioniert Europapolitik nicht. Und deswegen glaube ich, ist jetzt sehr konkret die Frage, wie gut funktioniert das jetzt? Wie kann man das so umbauen, dass es eben nicht nur ein Kriseninstrument ist, sondern eben auch was tatsächlich gemeinsame politische Prioritäten unterliegt? Wie kann man das finanzieren? Welche Rolle sollen gemeinsame Schulden dabei spielen? Ich glaube, dass einfach die Tatsache, dass wir jetzt ein Instrument haben, das potenziell eine Schulden, also eine Verschuldungsfähigkeit hat und damit eben konjunkturell ganz anders arbeiten kann als zum Beispiel der EU-Haushalt, das ist irgendwie ein riesen erstmal Vorteil, den man konzeptuell hat. Aber die Arbeit, wie man das jetzt künftig bauen kann, muss jetzt irgendwie erst passieren. Und das ist eben nur zum Teil ökonomisch und ist im großen Teil eine Frage, wie kann man das politisch so mit den Zielen zusammenbringen, die EU sich gibt, dass es sowohl den ökonomisch wünschenswerten Effekt hat, als auch eben politisch funktioniert. Danke, Lukas. Kommen wir zu einem anderen Thema. Vielleicht schaffen wir es, diese beiden Fragen, die ähnlich auf das gleiche Thema abzielen, zusammen zu behandeln. Es geht nämlich um das Stichwort Schuldenunion bzw. Haftungsunion.
Da fragen ZuschauerInnen, wie bewerten Sie die Aussage, die EU gerät mit dem Wiederaufbaufonds in eine Schuldenunion und belastet zukünftige Generationen? Ein anderer Zuschauer fragt, Stichwort Haftungsunion, wer trägt die Schuldenlast? Vielleicht auch vor dem Hintergrund der sparsamen Vier hier diese Frage, ganz interessant. Also diese ganzen Begriffe Transferunion, Haftungsunion, Schuldenunion sind, glaube ich, muss man sich immer wieder klar machen, das sind politische Kampfbegriffe. Das ist okay, aber die heißen erstmal, glaube ich, ökonomisch nicht besonders viel. Also wenn man mit einer Transferunion zum Beispiel meint, dass Geld von A nach B in der Union fließt, das nicht zurückgezahlt werden muss, das tun wir seit irgendwie in den 80ern über den EU-Haushalt. Wenn wir Schuldenunion meinen, dass die EU Schulden aufnimmt, das tut sie auch seit den 70ern in bestimmtem Maße schon. Ne? Wenn man Schuldenunion was nennen will, was Schulden aufnimmt, ja, dann ist die EU jetzt eine Schuldenunion. Aber ich glaube, was wichtig ist, und ich glaube, das ist auch noch ein Grund, wieso das politisch funktioniert hat. Und ich meine das voll im Ernst, ist, dass bestimmte rote Linien eben einfach nicht überschritten werden mit diesem Instrument. Zum Beispiel werden keine Schulden vergemeinschaftet. Das war was die Kanzlerin immer gesagt hat, hier, solange ich lebe, gibt es keine Eurobonds. Es gibt keine Eurobonds in dem Sinne, dass ein Land jetzt plötzlich das fiskalische Risiko von einem anderen Land übernimmt. Das tut man in diesem dieser Konstruktion nicht. Sondern es ist eben, wie wir das in jedem Haushalt haben, auf nationaler Ebene, gibt es Schulden und es wird jetzt einen Ausgabentitel Schuldendienst im EU-Haushalt in Zukunft geben und der wird eben zu finanzieren sein. Wenn man sich das in den Dimensionen anguckt, dann sind das ungefähr wahrscheinlich 15 Milliarden Euro im Jahr, jedes Jahr, wenn man diese Schulden jetzt einfach wieder zurückzahlen möchte. Das ist nicht mal 10% des EU-Haushaltes. Es gibt Haushalte, die einen wesentlich höheren Anteil an Schuldenlast haben. Das ist auch nicht wenig, aber natürlich muss man dem entgegenrechnen, was wären die Kosten in Euro und Cent, wenn wir das jetzt nicht gemacht hätten, so über die nächsten 30 Jahre an Verlusten. Also einfach, wenn man sagt, der ganze Wachstumspfad verschiebt sich dadurch nur ein bisschen nach oben, das akkumuliert sich ja über die nächsten 30 Jahre brutal. So. Das sind, wenn man rechnet, dann darf man eben nicht nur die Sachen rechnen, die dann in den Büchern stehen, sondern auch die potenziell eben nicht passiert wären, wenn man dieses Programm nicht gemacht hätte. Deswegen ist, glaube ich, die ökonomische Rechnung für dieses Programm ziemlich klar. Und trotzdem heißt es natürlich, dass man, wenn man sich entscheidet, wie das im Moment der Fall ist, dass man das zurückzahlen wird, dann wird irgendjemand in den EU-Haushalt einzahlen müssen. Und das werden entweder die Mitgliedstaaten sein oder man wird das über gemeinsame neue Einnahmequellen machen. Deswegen ist auch noch nicht ganz klar, wer wie viel am Ende zahlt, weil sich das noch über die nächsten 30 Jahre ganz schön verändern kann. Man kann sich aber auch entscheiden, wie das viele Länder machen, dass sie auch Schulden nicht direkt zurückzahlen, sondern eben wieder ablösen, wenn sie die entsprechenden Kreditkonditionen in den Märkten haben. Und auch das ist keine absurde Vorstellung. So. Deswegen wäre ich da relativ entspannt bei der Frage, irgendwie bauen wir da Schuldenberge, auf denen unsere Kinder dann irgendwie nicht spielen können. Das ist, ich glaube, in der ökonomischen Rechnung ist das relativ klar, dass das ein sinnvolles Programm ist. Und auch haushalterisch ist das absolut irgendwie im Rahmen. Ich habe aufgeschrieben, aufmerksam sein vor politischen Begriffen, politischen Kampfbegriffen. Lieber Lukas, willkommen mit Blick auf die Uhr langsam zum Ende unserer Diskussionsveranstaltung. Vielleicht eine letzte Frage, die ich mir, wo ich mir gedacht habe, was würde Herr Gutenberg, was würdest du Lukas sagen, wenn ich dich fragen würde? Und hier kannst du gerne diesen Satz beenden. Für das Jahr 2030 wünsche ich mir, dass wir in der Eurozone ständige Instrumente haben, um mit Krisen flexibel umzugehen und irgendwie in die Zukunft investieren zu können und dass nicht in jeder Krise neue finden müssen. Wunderbar. In jeder Krise keine neuen Instrumente. Das nehmen wir mit. Lieber Lukas, vielen lieben Dank für deinen Input. Es hat mir unfassbar Spaß gemacht. Ich hoffe, für die ZuschauerInnen auch. Ich hoffe, wir konnten alle Fragen behandeln. Ich würde jetzt ganz kurz nochmal an Leonie zurückgeben und wünsche von meiner Seite einen schönen Abend. Bis dann. Vielen lieben Dank, Milat, für die wunderbare Moderation.
Vielen lieben Dank auch an dich, Lukas, dass du heute hier warst und die vielen Fragen beantwortet hast. Ich glaube, wir hätten auch noch eine ganze Weile diskutieren können. Da haben echt viele spannende Rückfragen. Dafür herzlichen Dank auch ans Publikum. Ich möchte mich erst nochmal hier nochmal kurz den Moment nehmen, um auch noch auf unsere nächste Veranstaltung hinzuweisen, nämlich nächste Woche am Donnerstag, den 6. Mai, grenzenloses Ehrenamt in Europa, Freiwilligenarbeit international. Mehr Infos finden Sie allgemein auf unserer Homepage unter Veranstaltungen. Tragen Sie sich gerne in unseren Verteiler ein und folgen Sie uns auf den sozialen Medien. Erst einmal möchte ich aber mich nochmal ganz herzlich bedanken bei dir, lieber Lukas. Ganz herzlichen Dank. Ja, danke für die Einladung, dass es Spaß macht. Schönen Abend noch. Schönen Abend noch. Bleiben Sie alle gesund und alles Gute. Tschüss.